Darauf würde ich mich nicht verlassen. Hä? Weevil, du warst so mit Eigenlob beschäftigt, dass du nicht gemerkt hast, wie ich meine Fusionskarte ausgespielt habe. Aber ich dachte... Wenn ich zwei Monster auf dem Spielfeld habe, die verbunden werden können, hilft mir die Fusionskarte, sie zu einer ultimativen Kreatur zu verschmelzen. Jo, liebe Leute, wir sind wieder da mit einem Special-Ding. Und zwar haben wir von Yu-Gi-Oh! Die Hello Kitties. Mega stark, gibt es jetzt bei Mackie oder Mackes. Wirklich, wirklich cool. Wie schaut sich heute? Wir haben sie nicht nur die Spielsachen gekauft, wir essen auch. Und wir betteln sie auch, dass es das jetzt auch im nächsten Video was kommt, wo man sich auch essen. Das heißt, wir essen, also wir haben das unverdient. Aber heute schauen wir uns natürlich nur mal die ersten 5 Spielzeuge an. Genau, die nächsten kommen demnächst. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, wisst ihr, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein! Da haben wir jetzt alle 5. Die ersten 5 Stück, genau, was gegeben hat. Und am 17.04. kommen dann die nächsten. Und wirklich geile Collab von Mackie und von Hello Kitty. Und Yu-Gi-Oh! Friends, genau. Ja, und Yu-Gi-Oh! Eigentlich so drei wirklich fette Firmen, wenn man es sagt, nimmst zusammen. Und das Heftige ist halt, die gibt es in einem Happy Meal dazu. Ja, man kann das Spielzeug auch extra kaufen, wird so irgendwas zwischen 2 bis 3 Euro kosten. Und wir haben sich ja die Preise auch schon angeschaut. Also Wahnsinn, wo die hingehen. Teilweise so ein komplettes 10er-Set, wenn du alle hast, sind zwischen 200 und 300 Euro verkauft worden. Also echt heftig. Ich meine, jetzt wird es nach und nach, wenn sie jetzt in Österreich jetzt das bekommen. Ich glaube, in Deutschland und in Belgien hat es schon gegeben. In Deutschland oder so, was du gelesen hast und in Belgien, es war zum Teil schon komplett vergriffen, man bekommt gar nichts mehr. Wir haben auch nachgefragt bei den Mitarbeitern, ich glaube 75 Stück haben es pro Filiale gekriegt und wir haben jetzt eigentlich mit 40.000, 50.000 Einwohnern, haben wir eigentlich keine kleine Stadt. Also das geht schnell weg, das Ganze. Genau, ja. Und wenn man sich denkt so, dann hast du pro Filiale 5 mal 75 sind ungefähr 300, 350. Und dann hast du am Tag 100, 200 Happy Meals. Dann ist das weg in 2 Tagen. Ja, wer holt sich das Malbuch? Ganz ehrlich, wer holt sich das Malbuch? Kein Mensch holt sich das Malbuch. Kein Fan bin und ich sehe sowas in einem Happy Meal, ja, dann nimmt man sich das. Ja, sowieso. Ich fange mit Exodia an. Ja, fangen wir mit Exodia mal an. Exodia, ja. Und schauen wir sich mal an, was da drinnen ist. Was ich auch cool finde, jetzt allgemein auch für Sealed-Sammler, also das ist nicht verpackt. Mit seinem Klebestreifen, das heißt, die könntest das jederzeit wieder aufmachen und zumachen. Und sehr cool. Super. Einmal die Exodia, fühlt sich das an. Das ist, das ist so ja. wie ein weiches Kissen. Mhm. Und was ich cool finde, schaut euch da so an. So ein zusätzlichen McDonalds. So Happy Meal Tüte. Ah, wirklich cool. Dann mein schaut, ersten. Das nice aus. Ich finde auch so jetzt nur als Deko nebeneinander, diese Figuren, wenn man die so im Regal stehen hat. Ganz ehrlich, ich werde es wahrscheinlich daneben uns in den Videos öfters sehen. Schaut das bitte heftig nice aus. Das schaut Bombe aus. So, dann haben wir da mal Exodia. Dann nehme ich mal Inkuribo als nächstes. Und das ist zum Beispiel jetzt der Keropi. Da steht auf der Seite oben, was das ist, okay. Und das Lustige ist, bei den Hello Kitty and Friends, ich glaube, das ist irgendwie so Special Adventure. Ich habe, wie wir begonnen haben, so Cons zum Gehen. Nice. Wie cool schaut aus. Ja, richtig cool. Die Rückseite. Richtig schön. Und das finde ich halt, ich finde das gerne Badge da. Das finde ich halt sehr nice. Das ist vor allem die cool, kann man ja wirklich so hernehmen, so fürs Fenster. Ich meine, da schaut es natürlich viel cooler aus, sag ich, wie es ist. Zumal als Deko das hinstellen. Aber so, wenn sich das solche mit dieser Streif oder irgendwas oben anpickt, so auf ein Fenster oder beim Auto, mit so Saugnäpfel, schaut schon cool aus. Stark. Dann. Ah, genau, das würde ich sagen, weil ich habe das ist genau der Raiders Dragon, habe ich, Raiders, immer geschaut, was sind das für Charakter, was die Leute umhaben, beziehungsweise was sind das für Cosplay-Anhänger, und da bin ich jetzt nachher drauf gekommen noch, dass Hello Kitty auch bei diesem Adventure, das gecosplayt wird. Schaut euch den an, der Blick von ihm. Was ist das? Also das ist Hand, das bei mir reinkommt oder so. Also. Ah, das ist die Hand Depp da oder so, macht das ein Depp? Auch wieder. Aber ja, ich finde, die sind vom Ding, also muss ich jetzt wirklich sagen, für ein kleines Kind sind die schon ein cooles Plüschspielzeug. Ja, also das ist aber so auch zum Sammeln ganz ehrlich. Also jeder, der irgendwie Fan von Hello Kitty ist, Fan von Yu-Gi-Oh! Ist oder Fan allgemein von Animes und solche Plüschfiguren oder sowas cute findet, wird sich das wahrscheinlich holen, denke ich. So, such dir aus. Ich mache noch mit geflügelten Drachen das Ra. Ich finde auch die Verpackung. Und wem haben wir dann? Beste, ne? Und sonst ist aber nichts drin, also die ist dann komplett leer. Das ist, die könnte sich theoretisch, finde ich auch cool, das einfach so als Deko hinstellen und die Plüsche entweder, wie gesagt, weiterschenken, verkaufen oder selber irgendwo anders hinhängen
Schaut der bitte cool aus. Wie geil ist er? Also es kommt wirklich, wirklich nice zur Geltung, die Character, auch da die Rückseite wieder. Auch ziemlich viele Details, was den ganzen Character angeht. Ja. Stark. Auch da mit dem Witch wieder. Jetzt kommen wir zum coolsten. Finde ich jetzt von der ersten 5er Serie, finde ich, ist das coolste. Dark Magician Girl. Ja, das. Also. Meine Exodia ist auch cool. Oder cool, meine, falls euch auch, wie gesagt, die Preise interessieren. Also, die wären bis jetzt, also es waren limited, es hat es nicht überall gegeben. Es ist immer nach und nach released worden. Wie das Ganze erschienen ist, haben Leute im Internet von Haus aus schon zwischen 10 bis 20 Euro auf Reddit oder auf Plattformen geboten, was die Zahlen für, das, für einzelne Sachen. Und wie gesagt, die letzten Sales halt von diesen im 10er Pack waren halt zwischen 200 und 300 Euro und einzelne Figuren werden auch zwischen 10 und 20 Euro angeboten. Jetzt natürlich, dass er jetzt in Deutschland erschienen ist. Wie cool schaut's aus. Und auch bei uns in Österreich und auch in Belgien schon mehr. Natürlich jetzt sinken die Preise, aber ich muss sagen, wenn man sich normale Preise anschaut von so Hello Kitty Figuren, sind ja, liegen bei 10 bis 20 Euro kleine Plüschfiguren. Und da habt ihr aber, wie gesagt, das Special Collab von Yu-Gi-Oh! Und McDonald's, und da muss ich schon sagen, also was ist euch das wert? Ich würde schon sagen, einfach so die Sammlung zu haben, also ein Fünfer für so ein Plüsch ist schon worth. Ist sowieso okay. Wie cool ist das gemacht haben eigentlich, so weil der Raiders so steht mit den Dings. Ich meine, es kommt dann natürlich auch Blue Eyes Dragon noch, Dark Magician, die anderen Götter und so viel cooler. Exodia. Aber nur Arte. Nein, es sind ja alle Fünfer. Nein, es sind alle Fünfer. Die fertige Exodia. Steht auch nur Yu-Gi-Oh! Hello Kitty and Friends. Mhm. Ich glaube, das heißt sogar Special Adventure, My Adventure oder so. Also. Das ist wirklich, wirklich cool. Na, mega gespannt. Mega schaut's aus. Ja, also ich freue mich schon 2 Wochen lang, kommen dann Blue Eyes, Dark Magician, alles mögliche aus. 17.04. Und Mecke Wettessen kommt wieder. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos und das Wettessen nicht verpassen wollt, ihr wisst, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein.